Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Heute mit zwei Klassikern als Hauptdarsteller, zum einen der Gillette Flairtip, einem Butterfly-Rasierer aus 1962 und die Vergulderhand aus Holland, hat mittlerweile 450 Jahre auf dem Puckel. So alt ist die Firma schon und in Holland vertreten. So, betrieben wird der Gillette von einer Tret Platinum heute. So sieht das gute Stückchen ausgepackt aus. Als Pinsel kommt heute ganz einfach der Isana Man Schweinehaarpinsel von Rossmann zum Einsatz. So, heute gibt es auch mal ein Aftershave, und zwar mein Klassiker, ein Nivea Aftershave Balm, der steht schon einige Zeit bei mir im Schrank und wird eher selten genutzt. Aber für abends sollte das gehen. Er riecht nicht so aufdringlich. So, dann fangen wir an. Den Rasierer drehen wir unten links rum. Dann klappt das gute Stück auf. So sieht er von innen aus. Ähnlich wie der Parker. Dann nehmen wir die Klinge, setzen die Klinge ein und drehen rechts herum. Bis zum Ende und noch ein wenig weiter. Dann kommen wir noch zu der Seife. Die wird heute im eigenen Becher aufgeschäumt bzw. angeschäumt. Der Rest wird dann im Gesicht geschäumt. Ja, dann fangen wir jetzt mal einfach an. Den Pinsel habe ich ausgedrückt. Die Spitzen werde ich jetzt noch mal in Wasser tunken. Ja, und dann tropft das noch ein bisschen und damit gehen wir dann in die Seife. Ja, ist ein bisschen schwer zu zeigen. Ich rühre die Seife im Regelfalle in der Schale etwas dicker an und verdünne dann lieber im Gesicht, indem ich nochmal etwas Wasser dazu nehme. Also ich habe es gerne, wenn sie fest ist. Andere mögen sie eher schlotzig, wie manche es nennen. Na, ist schon ein bisschen Arbeit. Aber was tut man nicht alles für schönen Schaum. Riecht gut. Ein bisschen seifig im Untergrund, aber naja, alles werden wir nicht retten können, was am Rand hängt. So, kommt der Pinsel kurz beiseite. Ja, sparsam sein. Also wie man merkt, man braucht nicht unbedingt einen Seifenmack, um Seife aufzuschlagen. Das geht auch ganz gut in den relativ großen Schalen. So wie jetzt bei der Vergulderhand. Ich würde sagen, die ist ungefähr so groß wie ein Bierdeckel. Ja, Moment. Es gibt dann noch kleinere Seifenschalen, wie die von Arco, also Seifenbecher. Mal so dann der Größenvergleich, aber auch in der Arco kann man seine Seife aufschlagen, das geht auch. Man muss danach halt nur fleißig im Gesicht weitermachen. Jetzt hole ich mir nochmal besagtes Wasser hinzu, indem ich den schaumigen Pinsel einfach ins Waschbecken tunke. Ist übrigens handwarm, angenehmes Wasser drin, macht den Schaum schön warm. So, das sollte für den ersten Durchgang reichen. Ich rasiere auch heute in drei Durchgängen mit dem Strich, wenn der Strich so geht, quer zum Strich, vom Ohr zum Kinn und gegen den Strich,
von unten nach oben. Zum Schluss wird noch ein bisschen nachgearbeitet und dann sollte es losgehen. So, den Rasierer einmal in warmem Wasser tauchen, zumindest den Kopf, damit er ein bisschen warm wird. Fühlt sich angenehmer an. Es geht aber auch kalt. Obwohl er kürzer ist als der Parker, es ist ein sehr angenehmes Griffverhältnis. Also ein angenehmes Griffgefühl, so nicht Verhältnis. So, das war der erste Streich. Kommen wir zur Runde 2. Ja, irgendwann ist auch mal bei dem Schaum zu Ende. Dann muss man nochmal neu anrühren oder nachrühren. Wenn man jetzt in einem Seifenmack angerührt hätte, hätte man vielleicht noch ein bisschen was über. Bräuchte nur reingehen, sich's rausholen. Würde man sich jetzt die Arbeit sparen, wenn man es so nennen will. Aber ich finde, es geht auch, dass man mal zwischendurch nochmal ein bisschen was nachschäumt. Also nachrührt. Ja, jetzt wird es wieder dick und fühlt sich ein bisschen klebrig an. Das soll mal verteilen. Ja, schön. Da ist der Hauptdarsteller. Jetzt vom Ohr zur Nase. So, jetzt das Ganze mit der anderen Hand. Wenn man es kann. Wenn nicht, man kann auch mit der rechten Hand arbeiten. Alles eine Sache der Übung. Noch in einem durchziehen. Ja, ein bisschen was geht da noch, aber wir sind ja noch nicht fertig. Nehmen wir noch ein bisschen was auf. Viel hilft viel. Zumindest schadet es nicht.
So, kommen wir jetzt zu den Feinheiten. Da habe ich meinen Pinsel, also ich zumindest, Pinsel nochmal wirklich nur dünn auf. So, und hole mir den Restschaum aus dem Pinsel raus. Kennen vielleicht manche schon. Der Amerikaner Nick Shaves nennt sich der Kanal von ihm. Der macht es so. Habe ich mir da abgeguckt. Ist kein großes Geheimnis. Ist nicht meine Erfindung. Kehlkopf ist wieder schön geworden. Einmal rechts und links daneben hapert es ein wenig. So, bei Rasierern aufpassen. Manche Rasierer lassen sich mit seifigen Händen nicht so gut anfassen, aber der hier ist so griffig, da rutscht nichts. Am Mühlerasierer ist das etwas anders, wenn der feucht ist und die Finger etwas seifig sind, will der ganz schnell weg. Wasser ist abgelassen. Waschen wir jetzt einmal das Gesicht. So, technisch gesehen fertig. Es kommt noch. Oh, wo ist es? Da hat es sich versteckt. Das Aftershave. Der Aftershave Balm. Blub, blub. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich schon auf mein nächstes Video mit euch. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne noch abonnieren, falls ihr mich weitersehen wollt. Wenn nicht, wäre schade. Kann ich aber keinen von abhalten. Dann lasst es bleiben.